Auftaktspiel in der Mittelrheinliga und es gibt direkt einen echten Leckerbissen. Statt Vorspeise als Vorgeschmack auf die Saison wird sofort der Hauptgang serviert. Düren-Derby, Viktoria Arnoldsweiler zu Gast beim 1. FC Düren. Geografisch trennen beide Teams gerade mal 9,9 Kilometer Luftlinie. Aber auf dem Platz ist es zumindest laut Papier dann doch ein bisschen mehr. Der 1. FC Düren, der große Favorit auf den Aufstieg. Dementsprechend auch die Erwartungshaltung. Das Statement vom Verein, am Ende der Saison wollen wir Regionalliga spielen. Doch vor dem Anpfiff gibt es dann noch ein anderes klares Zeichen, nämlich kein Platz für Rassismus und Gewalt im Fußball. Eine wichtige und richtige Message beider Teams, die einen absoluten Traumstart hinlegen können. Auftakt und Derby-Sieg, besser kann es gar nicht losgehen. Selbes gilt übrigens auch für die weiß gekleideten Hausherren, die nach 6 Minuten diese Ecke hier haben. An deren Ende wartet Marc-Frank Prastic am langen Pfosten. Der Ex-Zweitligaspieler vom SC Paderborn mit dem 1:0. Die frühe Führung für den Gastgeber, für den 1. FC Düren. Sie geht unterm Strich in Ordnung. Arnoldsweiler gedanklich noch nicht auf dem Platz und vor allen Dingen physisch nicht bei Prastic, der komplett alleine gelassen wird. In der Folge ist Arnoldsweiler dann nur bedingt wacher. Ömer Bašić, den kriegen sie verteidigt. Und eben war man noch zu weit weg vom Gegenspieler. Jetzt ist man zu nah dran an Ex-FC-Spieler Adam Matuschik. Die Folge, es gibt Elfmeter. In der Wiederholung ist der Kontakt zu sehen. Matuschik hebt aber auch etwas leicht ab. Egal, es gibt den Strafstoß und er wird ausgeführt von Georgi Antoski. Und wie macht er den denn? Das war frech. Und es steht 2:0. Kurz vorher erst auf den Platz gekommen und dann ganz kalt. Mit einer überragenden Coolness, die er da beim Elfmeter ausstrahlt. Täuscht dann runter zu gehen und dann in einer flüssigen Bewegung rein zur doppelten Führung, die danach wieder halbiert wird, weil es Slapstick gibt im Dürener Strafraum. Eigentor von David Pütz in der 32. Minute. Arnoldsweiler ist back in business. Den knappen Rückstand nehmen sie dann auch mit in die Kabine. 2:1. Düren überlegen, führt aber eben nur mit einem Tor zur Pause. Und in den zweiten 45 Minuten, da geht es weiter mit einem klasse Fußballspiel. Janis Becker hat einen ersten Hinweis auf das, was in Hälfte 2 noch so auf uns wartet. Die Stimmung ist super, der Derby-Charakter ist spürbar. Und Marc-Frank Prastic, der lässt Julian Wirsberg hier nur noch hinterher schauen und legt auf für Matuschik. 3:1 Düren. Erstes Saisontor für Adam Matuschik, eben den Elfmeter rausgeholt. Und der alte Abstand ist hergestellt. Zwei Ex-Profis unter sich. Und im Duell mit dem ersten kann Julian Wirsberg nur nach einem Autogramm fragen. Prastic, schnelle Füße bestellen, liebe Grüße in Richtung Wirsberg. Und Adam Matuschik, ja, der drückt ihn aus der Entfernung natürlich über die Linie. Wieder ein Rückschlag für Viktoria Arnoldsweiler, aber wie schon nach dem 2:0 gibt es auch hier eine schnelle Reaktion. Und was für eine! Der Schuss hatte richtig Speed. Dennis Dreier mit dem 2:3. Arnoldsweiler schnell wieder dran und die Balljungen hinterm Tor, die haben ganz schön Gottvertrauen, wenn man sich ansieht, wie Dreier den Ball da in die Maschen zimmert. Also Stiftung Warentest, Note sehr gut an das Tornetz und sehr gut ist auch dieser Abschluss von Prastic. Eine Vorlage und jetzt Tor Nummer 2 in der Partie. Spieler des Spiels, der Mann mit der Nummer 7 auf dem Rücken beim weißen Ballett vom Mittelrhein
72. Minute, 4:2, 1. FC Düren. Brasnitsch bringt sein Team in Richtung Auftakt und Derby-Sieg. Etwas Glück bei der Vorlage von Antoski, dass die durchkommt und dann Brasnitsch ganz überlegt rein. Das dann auch der Endstand. 4:2 Düren schlägt Lokalrivale Viktoria Arnoldsweiler im ersten Spiel der Mittelrheinliga-Saison 2021-2022. Adam Matuschik, Torschütze, zum 3:1, klatscht da beim Schiedsrichtergespann ab und steht im Anschluss bei uns am Mikrofon und zeigt sich begeistert von seiner Mannschaft. War ein hartes Stück Arbeit, wie erwartet. War für alle, denke ich, schwierig, in die Saison reinzukommen nach so einer langen Pause. Und dann direkt so ein Derby vor so einer Kulisse. Es hat richtig Spaß gemacht, aber Arnoldsweiler hat uns auch alles abverlangt. Und ja, aber wir haben super dagegen gehalten, immer die richtige und passende Antwort gefunden. Und deswegen, denke ich, auch hochverdient gewonnen. Gelb-blau-weiße Partystimmung, also in Düren. Der erste FC feiert den Auftakt- und Derby-Erfolg mit den eigenen Fans am kommenden Donnerstag. Geht's dann schon weiter gegen den Siegburger SV.